Ja, guten Morgen. Es ist jetzt hier 5:15 morgens in Hamburg. Und ich freue mich, mit euch jetzt das Agucchari Mudra und Trataka zu teilen. Agucchari Mudra ist die sogenannte Nasenspitzkonzentration, eines der ältesten Meditationstechniken. Und gilt auch als Nebenkriya, also als Reinigungshandlung. Neben den sechs Hauptkriyas gibt es also noch das Agucchari Mudra. Die Hauptkriyas habt ihr ja auch bereits kennengelernt. Was ihr schnell merken werdet, ist, dass es eine sehr herausfordernde Übung ist für die Augenmuskeln, weil die das so nicht gewohnt sind. Das werdet ihr auch gleich sehen, worum es gehen wird. Agucchari bedeutet unbekannt übersetzt oder das Unbekannte. Und Agucharam kommt aus der Bedeutung, weit entfernt zu sein von allen Sinneswahrnehmungen. Ja, dann gibt es auch als Bezeichnung das Nasikakra-Drishti. Das übersetzt es eigentlich gut von der Technik her. Das ist dann die Nasenspitzhaltung. Wie gesagt, 2600 bis 1800 vor Christus wurde diese Technik quasi sehr verbreitet praktiziert, also während der indischen Hochkultur Mohenjo-Daro. Und auch in der Bhagavad Gita heißt es, dass während der Oberkörper, Kopf und Nacken aufgerichtet ist und bewegungslos bleibt, sollte der Aspirant die Nasenspitze anvisieren, ohne umherzuschauen. Hier ist also quasi auch schon Nasikakra, Drishti oder Agucchari Mudra erwähnt, in Kapitel 6, Vers 13. Ja, wie sieht die Technik aus für Agucchari Mudra? Es ist halt nicht so einfach, du solltest dabei mit beiden Augen gleichzeitig die Nasenspitze anvisieren. Und wenn es dir gelingt, wird es so sein, dass du ein doppeltes Profil der Nase siehst. Und diese Doppelung, die verschmilzt dann zu einem V von der Nasenspitze ausgehend nach unten, also Richtung Gesichtsfeld. Einmal dahingehend, aber auch dein Nasenrücken quasi in dieser Doppelung ist wie so eine Art V zu sehen. Die Nasenspitze solltest du dann einige Sekunden in der Konzentration halten und dann aber die Augen kurz schließen, um zu entspannen. Wiederhole dann diesen Prozess, weil die Augen brauchen eine gewisse Gewöhnungszeit, sodass man dann die Anhaltephase in der Zeit ausdehnen kann. Versuche dann, eine Minute wirklich konsequent zu halten, also dich auf die Nasenspitze zu konzentrieren, mit dem Atemgewahrsein durch die Nase auf und ab. Und vielleicht nutzt du auch das Atemgeräusch, um dich auf diesen auch zu konzentrieren. Und sei dann von dieser Gesamtpraxis ganz aufgesaugt. Falls es dir nicht gelingen sollte, dieses umgekehrte V zu betrachten, ist recht schwierig, wenn man wirklich konsequent beide Augen gleichzeitig nach unten fokussiert hält, dann bring mal deine Daumenspitze in 45 cm Abstand von dir weg. Konzentriere dich auf die Daumenspitze und bewege jetzt den Finger immer näher in Richtung Nasenspitze. Und dann sollte der Moment eigentlich kommen, wo du dann hier auch wieder in die Nasenspitzkonzentration kommst. Ja, das Agucchari Mudra ist eigentlich eine gute Vorübung für Trataka. Trataka ist eigentlich die Objektfokussierung und gilt auch als Meditationspraxis. Es ist im Grunde, ja, eine Vorstufe der Meditation. Es kann aber auch passieren, dass du dich direkt versenkst während dieser Praxis. Trataka übersetzt ist eigentlich der Starrblick. Und das bedeutet, dass du hier dich ganz auf ein Objekt mit den Augen und damit dann auch mit dem Geist fokussierst. Dadurch wird nämlich alles andere eventuell ausgeblendet nach einer Zeit. Trataka gehört auch zu den Shatkarmas. Das steht auch in der Jiranda Samhita, das ist ja dann die Sammlung der Hatha-Yoga-Praxis. Und die Shatkarmas, die hast du ja auch bereits kennengelernt. Es ist im Grunde eine Praxis, die halt als Brücke zwischen Hatha zu Raja-Yoga gilt. Also einerseits ist es noch eine Technik aus dem rein physischen Hatha-Yoga, was aber auch übergeht ins Kundalini-Yoga. Und dann aber quasi in die Konzentration des Geistes übergeht für Raja Yoga.
Was du erleben wirst oder kannst, ist, dass dein Bewusstseinsstrom in eine Richtung fließt und dadurch, wie eingangs erwähnt, dieses spontane Erwachen deines Gesamtpotenzials aufkommen kann. Also im Grunde dieser Eintritt in dieses höhere Bewusstsein passieren kann und damit ja in Verbindung auch das komplette Wissen erreicht werden kann. Es gibt drei Stufen des Tathagatas. Also wir werden darauf auch jetzt noch eingehen und andere Traditionen praktizieren das in einer anderen Form auch. Okay, Tantra aus dem Hinduismus, eigentlich eines der ältesten Systeme, nutzt im Grunde Tathagata, also diesen Starrblick oder diese Objektfokussierung als Segnung oder als Lobpreisung dieses einen Objekts in Verbindung oftmals ja auch mit Gottheiten, die Objekt materialisiert worden sind. Was daraus entsteht, ist auch eine absolute Gewahrseinsschulung. Klar, weil du halt immer wieder versuchst, den gesamten Fokus auf diese eine Sache zu bringen. Im Christentum kennen wir im Grunde auch das Kreuz als Symbol. Das Kreuz ist ja im Grunde ein Symbol der Überwindung des Todes durch Christus. Und durch diese Überwindung des Todes ist ja im Grunde diese tiefere spirituelle Bedeutung hinterlegt, nämlich dass es keine Endlichkeit gibt. Der Tod ist nicht der absolute Tod als der physische Tod, sondern es geht dann weiter. Ja, im Buddhismus haben wir dann wiederum Yantras und andere geometrische Formen, die auch als meditatives Objekt in der Fokussierung genutzt werden können. Und wir hier in unserem Kontext haben dann tatsächlich die Objektfokussierung Trataka im Außen. Das bedeutet dann Bahir Trataka. Also hier kann man wirklich sich ein Objekt aussuchen, wie das auch eingangs jetzt hier in den anderen Traditionen erwähnt worden ist. Das kann dann auch die Nasenspitze sein, also der eigene Körperteil, Agochari Mudra. Das kann aber auch irgendein anderes beliebiges Objekt sein, was dir sehr gefällt. Und das visierst du dann für eine längere Zeit an. Das ist jetzt zum Beispiel sehr gut für sehr, ja, verwirrte oder sehr aktive Leute, die es nicht schaffen, länger ruhig zu sitzen oder sich geistig ein inneres Objekt vorzustellen, worauf wir auch gleich nochmal kommen werden. Dann gibt es aber auch eine Mischung aus Bahir und Antar Trataka. Also Bahir heißt immer nach außen, Antar nach innen. Also dass man erst diese Außenkonzentration hält, dann die Augen schließt zur Innenkonzentration. Und das ist zum Beispiel ganz gut für Leute ohne Vorstellungskraft, weil nämlich es passieren kann, dass dann dieses Objekt im Außen nach der Schließung der Augen sich als Nachbild auf der Netzhaut bildet. Und dann kann man nach innen gehen und sich quasi auf dieses Innenbild fokussieren. Dann gibt es das reine Antartataka. Das ist sehr introspektiv, klar. Also da brauchst du eine gute Vorstellungskraft und auch schon einen sehr stabilen Geist, weil du dann keinen Kontakt zur Außenwelt hast. Da visualisierst du dir dein Objekt innen, am besten hinter deinem Augenbrauenzentrum und konzentrierst dich ganz darauf. Das ist recht schön, weil dann wirst du unabhängig vom Objekt im Außen. Ja, wir beschreiben jetzt die Technik der zweiten Stufe, weil die eigentlich am sinnvollsten ist. Und zwar solltest du dir hier jetzt tatsächlich ein Objekt aussuchen. Das Kerzenlicht ist bisher erfahrungsgemäß das effektivste gewesen, um es als Objekt zu wählen, weil diese bewegte Flamme und das Licht einen sehr einnehmen kann. Dann kannst du dein Objekt am besten dann mit einem Kerzenständer in Armlänge Abstand vor dir aufstellen und zwar horizontal auf Augenhöhe. Man hat erfahrungsgemäß gemerkt, dass das wohl das Beste sei. Wenn es aber für dich persönlich besser oder angenehmer erscheint, es recht nah aufzustellen, um dadurch vielleicht deine Konzentration zu unterstützen, dann kannst du es gerne ausprobieren und so machen. Dann nimmst du eine bequeme Sitzhaltung ein, wirklich gerne eine ganz angenehme für dich. Und praktizierst erstmal für dich Kaya Stariyam. Das kennst du ja bereits aus Lektion 7. Beobachtest also erstmal ganz deinen Körper. Dann starrst du die Spitze des Kerzendochtes an, also im Grunde so die energetische Mitte der
Kerzenflamme und versuch dabei jetzt nicht zu blinzeln, noch die Augäpfel zu bewegen. Also das Blinzeln, das verschafft dir nämlich diese Unmöglichkeit des Nachbildes. Also wenn du nicht blinzelst, kann so ein Innenbild besser entstehen. Und genauso wie wenn die Augen entspannt sind. Also konzentriere dich immer nur auf die Eigenschaft Entspannung dabei. Genau, während du dann dich ganz auf das Licht konzentrierst und das 3 Minuten hältst, wirst du deinen Körper eventuell ganz vergessen. Nach den 3 Minuten, das kannst du dir auch einstellen, wir werden etwas länger während der Praxis, Stunde 8 halten, aber 3 Minuten gehalten, dann die Augen schließen für einen Moment. Genau, dann gehen wir weiter in der Fortsetzung hier der Technik. Und zwar, wenn du die Augen geschlossen hast, dann konzentriere dich auf das Nachbild, auf der Netzhaut, falls das Innenbild jetzt entstanden sein sollte. Bis dieses Bild ganz eindeutig und klar wird für dich. Falls das bei dir jetzt nicht der Fall sein sollte, kannst du es dir eventuell vorstellen. Also es quasi visualisieren oder eigenständig kreieren, dieses Bild einer Kerzenflamme. Falls Gedanken auftauchen sollten, nimm die Beobachterrolle auch hier wieder gerne ein. Und dann öffnest du wieder die Augen und konzentrierst dich wieder auf die äußere Kerze und wiederholst quasi den Prozess nochmal für 3 Minuten hier. Und dann schließt du wieder die Augen und hier genauso wiederholt Konzentration auf das Nachbild. Das kannst du dann ewig so weiter wiederholen lassen. Also von Augen öffnen zu Augen schließen, bis du vielleicht 15 Minuten insgesamt praktiziert hast. Und zum Abschluss, wenn du dann die Augen geschlossen hast beim letzten Mal, konzentrierst du dich einfach noch auf das dunkle Feld hinter dem Augenbrauenzentrum. Das ist das Feld zwischen Punkt zwischen den Augenbrauen bis zur Mitte der Stirn und dann dahinter quasi, in den Raum dahinter. Das ist das sogenannte Chidakash, also sinnbildlich der Raum vom rein Bewusstsein hier, des makrokosmischen reinen Bewusstseins, also des großen Ganzen, quasi hier in diesem Raum versinnbildlicht. Und während du das jetzt praktizierst, kannst du dich ein paar Minuten auch hier wieder in die Beobachterrolle begeben, falls wieder Gedanken aufkommen sollten. Wir werden in der ab Praxisstunde 8, also in der Yogastunde, werden wir 30 Minuten auf Trataka eingehen. Du wirst auch merken, wie intensiv und gut das ist für dich und deshalb. Also versuch das gerne dann auch mitzumachen. Ja, welche Wirkung haben wir? Durch diesen Starrblick, das ist interessant, hat man beobachtet, dass man dann auch in die Gedankenstille kommt. Das kannst du selbst für dich mal im Alltag eruieren, wie das ist, wenn du mal kurz starrst. Das haben wir ja auch manchmal, dass dann damit im Zusammenhang tatsächlich die Gedanken auch stillgehalten werden. Also Bewegung im Außen und Bewegung der Augen tatsächlich führen auch zu einem erhöhten Gedankenchaos. Was auch passiert ist, dass du dieses innere Bild, in dem wie lange es erscheint, nach dem Schließen der Augen, sich immer mehr ausdehnt. Also dass du da immer mehr von haben wirst durch diese Übung. Und dadurch entwickelst du dann natürlich auch immer mehr ein Gewahrsein nach innen. Und dadurch schaffst du eventuell auch einen Bezug zu den tieferen Schichten des Geistes. Das kann aber auch bedeuten, dass dann tiefere Probleme und Sorgen oder auch Ängste auftauchen können aus dem unterbewussten Feld und dann aber das wieder als Reinigungsprozess zu nutzen. Wenn es zu intensiv wird, dann kannst du auch erstmal wieder hier eine Pause einlegen. Die Konzentrationskraft wird erhöht, klar, weil es geht ja darum, auch irgendwann im Alltag diesen Fokus auf die Sache zu halten, die du gerade praktizierst oder tust. Also eine Sache zu machen und bei der zu bleiben. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und wenn ich sitze, dann sitze ich. Ja, die Entwicklung des ruhigen Geistes durch Trataka kann dann auch dazu führen, dass man in dieses Überbewusste eintreten kann und dadurch dieses schlafende Potenzial, was ja zu 95% in uns liegt, erweckt werden kann.
das intuitive Wissen, was wir ja schon in den Vorthemen bearbeitet haben, kann quasi zum Vorschein kommen. Das Erinnerungsvermögen wird wohl interessanterweise verbessert. Das sollte man dann selbst mal beobachten. Ja, und rein anatomisch wird die Sehkraft verändert oder verbessert. Die Augenmuskulatur wird gestärkt und es soll auch bei Schlaflosigkeit helfen und bei Anspannungen, insbesondere der Augen. In Indien sind natürlich nochmal andere Themen interessant, wie Telepathie und Hellsichtigkeit. Es wird immer wieder aber auch dazu ergänzend gesagt, auch in den alten Schriften, dass diese Sachen einen eher davon abhalten können, ins höhere Bewusstsein einzutreten. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß nachher mit der Yogastunde und Trataka. Es ist wirklich eine sehr effektive Übung. Das werdet ihr dann auch sehen, denke ich. Bis dahin. Tschüss.